Adler Robber geht jetzt aus der Partie. Sandra Gutsche kommt. Und auch auf Stuttgarter Seite gibt es den Wechsel. Elvasimi kommt jetzt zur Angabe voraus. Schauen wir auf den Effekt. Der Effekt ist der Punkt für den SSC. Nadja Schaus. Und er wechselt zurück wieder auf Stuttgarter Seite. Sabros wieder im Spiel. Soweit die Angabe von Thormann. Gravestein. Schaus bleibt im Block hängen. Die Sperrinerin haben ihn noch und Schaus erneut. Ja. Und da ist dann am Block vorbeigeschlagen. Ins Feld von Maren Brinker. 19-20. Auszeit genommen vom Schweriner SC. Auch gut, jetzt im Unterschied zu sehen, wir sehen jetzt Ture Alexandersson, der auf seine Mädchen einredet. Der klare Wortführer ist in diesen Pausen. Bei Stuttgart ist das ein wenig anders. Da sprechen teilweise bis zu drei auf die Mädchen ein. Zum Teil dann in Einzelgesprächen. Nun geht es aber weiter mit Gravestein. 20-19 die Führung im zweiten Satz für Smart Allianz Stuttgart. Und Schaus bleibt im Block hängen und unbändige Freude da von Nowaskowska. Schaus erneut, bleibt erneut im Block hängen. Und Thomas Ball wird abgefangen, jetzt der Schweriner Block, steht nicht, Völker kriegt den Ball noch wieder rüber. Und da ist nur ein Einmannblock und wieder Völker und dann nachgedrückt von Bland, gut aufgepasst und macht den Punkt. 22-19. Jetzt nochmal der Wechsel. Hanke geht aus dem Spiel und Frick. Nun in der Partie. Und der erste Ball von Frick geht erstmal zu weit. Hat sich Schaus überrascht. Und Völker kommt da nicht mehr hin. 23-19. Da wird noch etwas gewischt und dann geht's weiter. Gravestein. Abgepfiffen. Technischer Fehler bei Marie Frick, wenn ich das richtig gesehen habe. Satzball, Smart Allianz Stuttgart. Und den nutzen sie. 1-1 noch setzen. Angie Blunt. 19-25.
Auf geht's jetzt in Satz Nummer 3. Anke habe jetzt wieder im Vordergrund spielenden Smart Allianz Stuttgart. Nowaskowska mit der ersten Angabe. 1:1 jetzt nach Sätzen. Und das war gut gespielt, kurz gespielt. Pilar Jamecki mit dem Punkt 1:0. Anja Brand hat mit dem Glück. Der Block steht zwar, aber der Ball geht ins Aus. 1:1. Nach Punkten im dritten. So wie nach Sätzen. Und dann der Block von Anja Brand zum 2:1 für den Schwerin Hesse. Ah, ein bisschen Konfusion, die Schmariner, da liegen sie sich im Weg und kriegen den Ball dann nicht mehr rüber. 2:2. Maren Brinker bei der Angabe jetzt. Und da haben sie auch zwei Varianten angespielt, dann die kurze gewählt. Anja Brandt zum 3:2. Schaus. Jetzt mit der Angabe. Der Ball im Aus, aber es war der Schweriner Block dran. 3:3. Pilar Jamecki. Oh, schlechtes Anspiel, aber klasse gelöst von Thormann. Mit einer Hand den Ball dann noch rumlegt, um den Block und den Punkt holt für die Schwerinerin. 4:3. Und Brand jetzt bei der Angabe und das hat gut funktioniert im Satz Nummer 2. Nützte dann aber nichts mehr. Kurz gespielt, da hat sie Glück. TNG Blunt nimmt das Netz mit. 4:4. Und der Ball zu weit von Thormann, Patricia Thormann. Und der Punkt für Stuttgart. Fünf zu vier. Was bei der Angabe. Und Thormann. Diesmal etwas besser, genau auf die Frau gespielt. 5:5. Thormann. Mit der Angabe ins Aus. 5:6. Grafenstein.
Hat Laroma wieder den, die Lücke im Block gefunden. Kaufeld scheitert da. Und dann ist der Block vom Schweriner SC löchrig. Und Brinker nutzt das zum 5:7. Und Adler Robber schlägt auf den Block, holt den Punkt, 6:7. Und Adler Robber auch bei der Angabe jetzt. Schaus scheitert am Block. Also auch diesmal kriegen die Stuttgarter den Ball nur rüber und nochmal die Chance für Schmerin. Schlecht gelöst. Und dann technischer Fehler, ich glaube übergetreten. Und damit der Punkt für Stuttgart und die technische Auszeit bei 8 Punkten. 8:6 für die Gäste. Jetzt gibt es auch auf Stuttgarter Seite nur einen Wortführer. Und Ture Alexandersson nutzt diese Möglichkeit, diese Auszeit. Um ganz gezielt und ganz stark auf seine Mädchen einzureden. Während bei Stuttgart sich der Kreis schon aufgelöst hat. Da redet wirklich bis zur allerletzten Sekunde. Da wird noch alles mit dem Kampfgericht geklärt. Und dann geht's auf. Adler Robber holt sich den Ball und die Schwerinerinnen können ihn zumindest rüberbringen. Nochmal, müssen jetzt auf ihren Block vertrauen. Und Adler Robber holt den Ball. Stuttgart mit der erneuten Chance. Über den Block rübergehoben und jetzt die Chance für Schwerin. Schaus bleibt im Block hängen, kriegt den Ball noch hoch. Und nochmal die Chance. Tormann. Und ich mach den Punkt.